Danke vielmals, Marc und Tobi, dass ihr zum L-Frei-Podcast gekommen sind. Heute zum Thema Langlebigkeit. Ihr seid die beiden Gründer von Maximon. Wir sind befreundet. Vielleicht nach dem Podcast nicht mehr. Aber bis jetzt sind wir gewesen. Und ich bin investiert im Maximon-Fonds. Darum bin ich da sicherlich ein bisschen biased. Aber nichtsdestotrotz, ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Legen wir los. Erzähl euch schnell, wer ihr seid und wie ihr darauf gekommen seid, Maximon zu machen. Ja, ich fange gerne mal an. Sally Allen, schön, dass wir heute dort sind. Ich bin immer Unternehmer, eigentlich schon immer Unternehmer gewesen. Habe verschiedene Firmen aufgebaut, auch ein paar können verkaufen. Und habe im 2016, als ich an der Singularity University war, der Marc übrigens auch, wir sind im gleichen Jahr dort gewesen, das erste Mal von dem Thema Longevity gehört, mit der Fragestellung, kann man eigentlich irgendwann ewig leben oder kann man zumindest nicht krank werden, wenn man alt wird. Ja? Und habe das damals noch so ein bisschen als ja, crazy, ein bisschen Science-Fiction vielleicht abgetan. Und habe nachher im Lockdown Zeit gehabt, mich mal wirklich mit dem Thema Gesundheit zu befassen, ja, anfangen vegan essen und so weiter. Und habe mich auch eingelesen in die ganzen Papers und habe gefunden, es ist absolut crazy, was die Wissenschaft in den letzten 10, 15 Jahren vorangebracht hat im Kontext von ja, Anti-Aging und Longevity. Und aus dem aus habe ich gesagt, komm, das ist mein neues Key-Topic, die nächsten 10 Jahre wollte ich im Bereich Longevity arbeiten. Marc, ja, vielleicht noch von meiner Seite, auch schon seit jetzt über 20 Jahren, seit nach dem Gymi als Unternehmer unterwegs, habe mich immer für innovative, exponentielle Technologien interessiert, damals Internet, dann Fintech, Bitcoin, alles, was ein bisschen der Zeit voraus war, habe mich auch schon seit vielen Jahren privat mit dem Thema Langlebigkeit beschäftigt. Ich glaube, das erste Mal konkret an einer Konferenz im 2009, wo ich Aubrey de Grey kennengelernt habe. Damals war das alles noch sehr Science-Fiction-mässig, auch mit ein bisschen speziellen Gestalten. Und in den letzten 4-5 Jahren hat man gesehen, dass da immer mehr von diesen Ideen, von diesen Verrückten, auch wissenschaftlich sich angefangen haben, materialisieren. Und dann haben wir, der Tobias und ich, zusammen die Konferenz, die Longevity Investors Konferenz gemacht, wo wir festgestellt haben, dass die Themen eben schon viel näher sind, wie man normalerweise denkt. Also eben vieles, was man im ersten Moment als Science-Fiction würde anschauen, ist eben schon effektiv, ziemlich konkret, zumindest in den Labs oder Universities vorhanden. Und das ist eigentlich der Auslöser gewesen, wieso wir gesagt haben, lass uns um das Thema Langlebigkeit einen Company-Builder starten. Und da haben wir vor ziemlich genau einem Jahr angefangen. Du hast es richtig gesagt, ihr habt nicht eine Company gegründet, sondern ihr habt einen Company-Builder gegründet. Also, ihr sagt, ihr wollt gerade mehrere Firmen anfangen gleichzeitig. Ihr habt vorne habt ihr ja je Einzelfirmen gemacht. Was ist der Hintergrund, dass ihr jetzt gerade mehrere auf einmal bauen wollt und nicht nur eine? Ja, vielleicht ein Punkt kannst du sagen, wo der Marc und ich die Konferenz gemacht haben, haben wir gesehen, das ist ein Thema, das viele Leute interessiert, viele Investoren auch interessiert. Und wir selber haben uns auch überlegt, auch kommen wir fangen jetzt mal an, in spannende Startups da zu investieren. Und haben aber relativ schnell gemerkt, es gibt zu wenig spannende Startups. Ja. Es gibt sehr viele gute Wissenschaftler, die an Lösungen arbeiten und teilweise auch schon Lösungen haben, aber sie haben noch keine Firma gegründet. Und der Zeitpunkt war zu früh, um Venture Capital Funds zu machen. Und nachher haben wir gesagt, weißt du, was es jetzt eigentlich braucht, ist nicht nur Geld, sondern es braucht Leute, die helfen, PS auf die Straße bringen, Unternehmer. Weil viele Wissenschaftler, die grossartige Ideen haben, wissen vielleicht nicht, wie man ein Unternehmer aufbaut. Und dort haben wir gesagt, da haben wir jetzt relativ viel Erfahrung. So wie so Serial Entrepreneurs können wir dort eben mit mehr als Geld helfen und bauen Unternehmen auf. Ja. Und das heisst, Maximon ist eigentlich wie ein Apparat wo, oder eine Fabrik, wo Startups baut. Ja. Weil vieles bei den Startups ist immer wieder gleich. Einfach das Kernthema muss beherrscht werden von einem Team. Und die Teams, die bauen wir natürlich spezifisch auf. Das heisst, ein Team pro Firma. Aber alles, was rundum ist, also die Struktur, Legal, HR, Finance, IT und so weiter, das kommt nachher von Maximon und hat einen gewissen Wiederholungscharakter. Und ich glaube, so können wir Wissenschaftler helfen, schnell, unkompliziert Produkte zu bauen, schnell am Markt zu sein, also Time to Market, ja, und haben einen Win-Win durch das. Mhm. Also ich muss mir gar nicht gross überlegen, was hinter dran die Strukturen sind und ich muss das alles gar nicht aufbauen, sondern das regelt ihr mit Maximon. Ich kann eine geniale Idee haben, ich kann zu euch kommen und ihr sucht mir aus Team und alles rundum und kann gerade loslegen mit meiner Idee.
Ja, also es ist halt eben sehr unternehmerisch. Wir sehen uns selber nicht einfach als Investor, der ein bisschen Geld gibt und dann nach 10 Jahren wieder kommt und sagt, hoffe, es ist 100-mal mehr, sondern wir sind wirklich von der Gründung an involviert. Und als Unternehmer, wo wir ja selber auch schon verschiedene Firmen aufgebaut und verkauft haben, glaube ich auch, dass wir dort den grössten Added Value liefern können. Eben viel weiter, wie einfach Geld auf den Tisch zu legen, sondern wirklich aus der Erfahrung halt können weiterzugehen. Und natürlich auch Synergieeffekt, wo man nicht unterschätzen darf. Wir haben jetzt schon mit unseren ersten 2 Firmen eine massive Synergie, die man herstellen kann. Sei es beim Recruiting, vom Marketing, Positionierung. Also ich glaube, die Synergien gehen halt viel weiter, wie wenn man jetzt einfach würde als Investor in verschiedene Firmen in diesen Bereich investieren. Gehen wir zu diesen Projekten. Was sind für Projekte daraus entstanden? Was haben ihr jetzt für Firmen, die ihr angefangen habt bei Maximon? Willst du wieder zuerst, Tobias? Ich weiß nicht. Jetzt habe ich gedacht, du, damit wir da die Abwechslung, das Ping-Pong ein bisschen brechen können. Fang du mal an, ich hoffe, jetzt pfeifst du, dann kannst du anfangen. Dann fange ich jetzt an, ja. Nein, ich habe nicht gewusst, ob es da einen Timelag gibt. Also wir haben angefangen mit Langlebigkeit Supplements, also Nahrungsmittelergänzung. Das ist Avea. Das ist Avea, genau. Das ist unsere erste Firma gewesen, die auch jetzt seit dem Januar up and running ist. Also die Produkte kann man unter avea-live.com Werbung, kann man die kaufen. Avea.live, glaube ich, oder? Statt Strich? Nein. Avea-live.com. Ah. und das Faszinierende ist eben dort, dass natürlich das Erste, wo, wenn jemand sich mit dem Thema beschäftigt, nachdem er verstanden hat, dass man vielleicht ein bisschen gesünder sollte leben, mehr Sport machen, gesunde Ernährung, schlafen und alles, was man vielleicht so sonst ein bisschen kennt, natürlich der Weg vom Shortcut sozusagen ist, und da sind natürlich Supplements super spannend. Und was eben auch sehr faszinierend ist, dass die Supplements, die wir verkaufen, wirklich jedes Mal wissenschaftlich hinterlegt, können aufzeigen, dass sie effektiv einen messbaren Effekt auf die Alterung der Zellen haben. Also wir verkaufen nicht einfach irgendwelche Supplements, sondern sie müssen wirklich immer wissenschaftlich hinterlegt sein. Und mit dem haben wir angefangen und die Produkte sind jetzt am Markt. Ja, und was man dazu kann sagen, es ist schon wirklich crazy, was du heute kannst erreichen mit Supplements. Nicht nur mit Supplements, ja. Also, you cannot out-supplement a bad diet. Aber, also, was ich persönlich jetzt mache, ich nehme jetzt seit etwa 1,5 Jahren NAD Plus Precursor, das heisst also das Vorprodukt, das nachher im Körper die NAD Plus Produktion anregt. Und ich stelle mir selber eine deutlich erhöhte Energie fest, dass eigentlich wieder wie, vielleicht, wo ich irgendwie 25 oder 30 war, ich bin 43 jetzt, ja. Und das andere, weil ich wollte messen, ja. Ich wollte herausfinden, okay, also, what's the effect? Mhm. Ja, ist es nur ein Placebo, was auch schön ist, aber was kann man messen? Und ich habe, bevor ich mit dem angefangen habe, eine Altersmessung gemacht, mhm. Ja, und habe festgestellt, ich bin 41 anstelle von 43, das ist schon mal gut, ja. Und habe jetzt aber gerade kürzlich die zweite gemacht, und jetzt bin ich 38,4 Jahre alt, ja. Wir reden auch über das biologische Alter, nicht über das chronologische Alter. Das kann man heute mit Bluttests relativ genau, also bis auf etwa so plus minus 3 Monate messen. Das heisst, mein restlicher Lebenswandel ist immer noch etwa der gleiche. Ich mache viel Sport, ich mache aber auch relativ viel Party. Das heisst, man kann wirklich jetzt sagen, ja, mit diesen Supplements hast du etwas erreicht, ja. Und natürlich kannst du immer weitere Interventionen dazufügen. Ich mache das, wo das Leben nicht allzu sehr einschränkt. Also ich glaube, es bringt nichts, wenn alt wärst, aber keinen Spass hast. Aber ich habe jetzt eigentlich schon gelernt, dass du mit Supplements, mit ja, einer sehr kleinen Intervention, die du in den Tagesablauf einfügst, dass du am Morgen noch 2-3 Tabletten nimmst. Und durch das erreichst du tatsächlich relativ schnell merkenswert eine Verbesserung vom Leben, eben auf der Energieseite. Und offenbar kannst du es auch messen. Ja. Was machen diese Supplements genau? Also, lass uns mal schön beim NAD Plus bleiben. Wir können, also da hast du mehrere Stunden, wenn das Thema jetzt anfangen. Aber NAD Plus ist aus unserer Sicht aus sicherlich eines der Schlüsselsupplements. Ja, weil es ist unterdessen sehr gut bewiesen und untersucht, welche Effekte du kannst erreichen. NAD Plus ist ein Coenzym, das in all unseren Körpern vorhanden ist. Und Peak Production ist, wenn man 20 ist. Nachher nimmt das relativ linear ab. Ja, das heisst, dass mit 70 hat man weniger als die Hälfte vom NAD Plus Gehalt im Blut als 20-Jährige. NAD Plus reguliert Mitochondrien. Mitochondrien, das sind Kraftwerke, die man in unseren Zellen inne hat. Das heisst, es geht eigentlich darum, dass unsere Zellen
effizient können Kraftstoff zuführen, also all das, was wir essen und trinken, können nutzen. Ja? Und das erreichst du eben, wenn quasi genügend NAD Plus vorhanden ist. Je weniger vorhanden ist, desto schneller kannst du Diabetes, also alterinduziertes Diabetes generieren. Du hast weniger Energie, du kannst zur Fettleibigkeit neigen. Das korrespondiert alles mit zunehmendem Alter. Ja. Und NAD Plus ist eben als Supplement relativ einfach zuführbar. Zwar nicht direkt als NAD Plus, weil NAD Plus als Molekül ist zu gross. Das kann nicht Zellmembranen durchbrechen. Sondern darum nimmst du eben einen Precursor. Und da gibt es eigentlich zwei hauptsächlich. Das eine ist NMN, das andere ist NR. NMN sind mehr der Meinung, ist ja effizienter und hat eine höhere Bioverfügbarkeit. Darum produzieren wir mit AVEA genau das und das kannst du einnehmen. Und wie gesagt, also da muss ich selber als eigene Testperson kann ich sagen, das funktioniert. Und es gibt auch, oder da sehr viele Studien, die aufzeigen, dass das ja, einen sehr positiven Effekt kann haben. Also das heisst, NMN von AVEA, das ist das, wo die Förderung von NAD Plus bewirkt, und das ist das, was ich einfach täglich nehmen sollte. Und das ist das, was bei den Supplements im Moment den höchsten Effekt hat. Ja, es ist halt sehr lang schon existierend. Es gibt diverse Studien, eben teilweise mit verrückten Resultaten. Also bis hin eben zu älteren Frauen, die das genommen haben und wieder fruchtbar geworden sind. Also teilweise wirklich Reverse Aging. Und ich glaube, was auch sehr spannend ist, es ist wirklich eben, wie der Tobias gesagt hat, es ist eine körpereigene Substanz, wo wir einfach wirklich im Alter wirklich mehr oder weniger korrelierend mit dem Alter weniger haben. Ja. Und durch das zusätzliche Zufügen, durch die Supplementierung, zum Beispiel am Morgen vor dem Frühstück, hat man einfach gewisse altersbedingte Leiden, die man effektiv kann nach innen verschieben kann, ohne eben in dem Sinn müssen, so spezielle Interventionen zu machen. Und vielleicht ist noch wichtig zu sagen, mit AVEA eben haben wir natürlich den Anspruch, diverse weitere Sachen, also sprich Supplements auf den Markt zu bringen, wo wir jetzt gerade mit der ETH dran sind, unter anderem über eine Mausstudie, wo wir auch unsere nächste oder übernächste Substanz am Testen sind. Also da passieren sehr viele spannende Sachen, wo AVEA als sozusagen Opinion Leader und auch Product Leader natürlich going forward diverse neue Supplements wird auf den Markt bringen. Also es ist jetzt nicht einfach mit dem NMN und dem Precursor davon sozusagen da, sondern die Idee ist, dass wir in dem Jahr noch diverse weitere Substanzen werden auf den Markt bringen und auch holistisch über eben Supplements an dem Thema Langlebigkeit für Menschen können positive und messbare Effekte erzielen. Also AVEA ist der Supplement-Teil, der ausgegründet worden ist aus Maximon. Was ist die zweite Company, die wir gegründet haben? Die zweite ist sehr kurz nach AVEA gekommen, ist Biolytica, Biolytica. Damit wir gerade dot.com eine richtige Adresse haben, das ist biolytica.com. Ja. Worum geht es dort? Challenge, die wir heute alle haben, ist eigentlich mehr drei, die wir jetzt da sitzen, wollen alle gerne Longevity, und Longevity wird definiert als Extension of Health Span, also Zeit, wo man gesund kann leben, ohne altersinduzierte Krankheiten kann leben. Das möchten wir gerne alle verlängern. Ja? Weil du willst einfach, wenn du wählen kannst zwischen alt und gesund oder alt und krank, nimmst alt und gesund. Das Problem, das wir aber haben, ist, wir haben drei unterschiedliche DNAs. Wir haben vielleicht unterschiedliche Blutgruppen, definitiv ein unterschiedliches Vorleben, unterschiedliches Alter, was weiß ich was. Ja? Das heisst, es muss tailor-made, maßgeschneiderte Lösungen geben, wie du Longevity erreichst. Und das ist eigentlich der Anspruch von Biolytica. Biolytica ist eine Big Data Company, eine Health Data Company, wo es darum geht, wie können wir für die Einzelperson einen maßgeschneiderten Weg aufzeichnen, wie man eben Longevity kann erreichen kann. Und das funktioniert eigentlich sehr gut, weil es sind sehr viele Daten vorhanden auf der ganzen Welt, also von der DNA, über Gesundheitsdaten, Daten von Wearables und alles Mögliche. Ich meine, Alan selber, du bist ja dort auch Experte, wenn es um Wearables geht. Das Problem ist nur, die Daten sind extrem schlecht zusammengeführt bis jetzt. Es gibt keine wirklich spannenden Datenbanken, wo man da etwas Gescheites herauslesen kann. Und wir sehen eigentlich Biolytica jetzt als Palantir von der Longevity, in dem Sinn ein Datenaggregierer, der zum Ziel hat, nachher vor allem im ersten Schritt auch B2B, Supplements Company, aber auch Pharma Companies, jegliche Health Service Providers und so weiter, können Daten zur Verfügung stellen, sodass der Alan Frey genau das macht, was er soll machen und nicht das Falsche. Weil, man muss schon sehen, es ist faszinierend. Aspirin beispielsweise, das wirkt bei 90% der Leute tiptop.
Und bei etwa 3% der Leute ist es negativ und verstärkt Kopfschmerzen. Ja, und führt dazu Blutungen im Darm und was weiß ich was, und bei 7% bringt es gar nichts. Ja. Und jetzt die Ärzte sagen heute natürlich, ja gut, bei den meisten wirkt es, probierst du es mal, und wenn es nicht wirkt, kommst du halt wieder und dann probieren wir etwas anderes. Aber das ist auch einigermaßen gefährlich und sicherlich nicht effizient. Ja. Und wenn es jetzt natürlich um Programm geht wie Longevity, dann ist es nicht ein Aspirin, sondern es sind teilweise dann halt Interventionen, die du über mehrere Monate führst, und wenn die nicht zielführend sind, dann ist das eigentlich schade bis hin zu unangenehm. Ja. Das kann mit dem Stoffwechsel zuhören, ja, und so weiter. Und das ist die Aufgabe von Bioalytica. Ja, also es ist eine Big Data Company, alles rund um Longevity, dass es spezifisch für die Einzelpersonen, dass die es richtiger machen können aus dem. Cool. Genau. Was kann man sonst noch erwarten aus Maximon? Was ist so eure Vision von weiteren Companies? Wo wollt ihr hingehen? Ich nehme an, das Feld, jetzt, wo wir in dem Feld drin sind, da gibt's ja eher wahrscheinlich mehr als weniger Ideen, oder? Da muss man sich auch fokussieren. Was macht ihr dort? Was kommt aus Maximon raus? Oder auch Ideen, Leute, die sagen, viel. Sorry. Ideen gibt es natürlich viel. Ich glaube, wichtig ist auch, dass wir versuchen, Sachen umzusetzen, eben als Unternehmer, die auch kommerzialisierbar sind. Wir sehen super viele spannende Sachen, gerade auch in diesen Labs. Mittlerweile hat jede grössere Uni von Harvard und Stanford haben Aging- und Longevity-Fakultäten und Labs. Also das ist auch eben nicht mehr Science-Fiction. Aber viel von dort ist halt wirklich noch sehr weit weg, wo man wirklich weiss, das muss dann durch die ganzen Trials und alles, und vielleicht in 10, 12 Jahren kann man dann mal wirklich etwas auf den Markt bringen. Wir versuchen, Themen können anzugehen, wo man auch kann möglichst bald kapitalisieren, also sprich Businesses, die in dem Sinne auch monetarisierbar sind in einer kurzfristigen Perspektive. Und ich glaube, das ist auch etwas, was dem ganzen Langlebigkeitsbereich ein bisschen gefehlt hat, weil alle immer auf die ominöse Longevity-Pill, die dann vielleicht irgendwann mal kommt, gezielt haben und vergessen haben, dass es eigentlich schon einen riesigen Markt gibt, wo eben heute, wie mit den Supplements, as we speak, eigentlich abbildbar ist. Und das ist ein bisschen die Challenge auch für uns, dass wir Themen finden, die nicht nur spannend sind und einen Impact haben und wissenschaftlich hinterlegt sind, wo man heute schon kann kapitalisieren. Und da haben wir eine Pipeline, ganz konkret mit den verschiedensten Projekten, wo wir jetzt in dem Jahr sicher noch mal 3 bis 4 weitere Firmen lostreten wollen. Also sprich, die Idee vom Company Builder ist natürlich jetzt nicht einfach nach diesen 2 Firmen uns auszuruhen, sondern wir sind as we speak dran, jetzt Firma Nummer 3 und dann 4 und 5 loszutreten, idealerweise eben in den nächsten Monaten. Und da kann ich, wenn ich eine Idee habe als Unternehmerin oder potenzielle Unternehmerin oder Unternehmer, kann ich zu euch kommen und kann sagen, hey, ich will etwas umsetzen, ich kann sich bei Maximon bewerben und nachher könnt ihr helfen, so eine Company aufzubauen. Genau. Das ist der eine Weg. Also eben Wissenschaftler oder auch einfach Unternehmer, die sagen, hey, geile Idee, sie muss mit Longevity zu tun haben, sie muss skalierbar sein, sie muss, wie der Marc gesagt hat, in einer nützlichen Frist zum Umsatz führen, können sich bei uns bewerben. Und dann gehen wir in eine Validierungsphase und sagen, macht das Ganze Sinn oder nicht? Das heisst, am Anfang sind es eigentlich Entrepreneurs in Residence. Ja? Und wenn wir sagen, hey, this works, nachher kann unser Fund die Idee schlussendlich finanzieren. Wir gründen eine Firma und bauen die eigentlich bis zu einer Series A nachher miteinander auf. Das heisst, der Unternehmer muss sich nachher nicht mehr um Fundraising kümmern, eben auch nicht, wie wir vorher besprochen haben, um alles andere, nitty-gritty Backoffice, bis eigentlich seine Firma einen guten Erfolg schon mal hat und wir gehen in eine Series A rein. Wichtig vielleicht auch noch, mehr arbeiten auch mit. Das ist ja das, was wir vorher diskutiert haben. Wir sind also nicht ein Weiße, der einfach sagt, du hast Geld und Leute da, wenn es ein Problem ist, sondern wir sind eigentlich Teil vom Team. Ja, wir sitzen auf der gleichen Seite vom Tisch und arbeiten mit dem Unternehmer daran, die Firma gross zu machen. Das andere ist, dass wir rausgehen und ganz spezifisch für unsere Geschäftsideen Unternehmer suchen. Und das ist natürlich jetzt auch gerade ein guter Zeitpunkt, unseren Werbeblock einzuschalten. Also für alle Zuhörer, die da sagen, hey, Unternehmertum finde ich gut und Longevity finde ich als Thema spannend. Wir suchen dieses Jahr Leute im Bereich Co-Living for Seniors. Ja, da geht es also darum, Leute, aktive Senioren, die vielleicht nicht allein leben, sondern wenn aktiv involviert sind, integriert sind, in einem angenehmen Upscale-Umfeld, wo du zwar immer noch die eigenen 4 Wände hast, aber Common Areas und so weiter. Ein globales Netzwerk zu geben, dort suchen wir. Wir suchen Leute für unsere Longevity Clinic. Da geht es darum, eine Walk-in-Clinic, wo du diverse Interventionen quasi in der Day-Clinic kannst erledigen.
Das heisst, auch dort Ärzte brauchen wir. Wir brauchen Krankenschwestern, wir brauchen findige Unternehmer, die gute Standorte aufbauen können. Ein anderes Thema ist dann wieder ein bisschen mehr Hardcore Bioscience. Da geht es darum, um AI-Driven Molecule Testing, wo man sagt, look, gewisse altersinduzierte Leiden, gibt es gute Theorien, was kann funktionieren. Und da gibt es jetzt einfach mal eine Million Moleküle, die könnten funktionieren. Und die testen wir alle durch, bis wir die richtigen finden. Also es ist ein sehr breites Spektrum. Ja. Und das heisst, es lohnt sich sicher, auf unsere Webseite www.maximum.com mal drauf zu schauen. Und wenn es dann dort Profile hat, die spannend sind, oder eben wenn man eine eigene Idee hat, dann jederzeit gerne melden. Und wie gesagt, den Alan Frey sieht man auch ab und zu bei uns im Office. Also schon nur das sicherlich ein guter Grund. Er wird immer jünger, jedes Mal, wenn er vorbeikommt. Jedes Mal, wenn ich zu euch komme. Und es hören viele angehende Unternehmerinnen und Unternehmer den Podcast. Und darum, ich glaube, das ist eine unglaublich coole Opportunity, in ein Thema jetzt zu gehen, wo im wahrsten Sinn vom Wort noch länger wird da sein. Vielleicht, wenn wir da gerade auch noch Werbung machen, ich sollte einen Gucci haben für Avea, wo ich dann kann gerade im Podcast hier tun. Sagen wir mal einfach, der Gucci ist Alan, A-L-A-N. Und den können wir ja dann irgendwo noch einpflegen. Ich würde dort dann noch nachfragen. Können wir sicher machen, ja. Wenn ihr jetzt, es ist beiden unangenehm, dass ich jetzt also einen Gucci noch erschlichen habe. Willst du eine Flasche Wodka Zelensky versteigern? Ja, genau. Wenn wir überall haben wir noch ein paar Side-Projects, die wir da noch rein tun. Jetzt sind ein paar Monate oder Jahre sind ihr in dem ganzen Thema drin. Und was ist so eure grosse Erkenntnis, wenn ihr jetzt das in dem Thema Longevity drin sind? Für mich persönlich ist so eine von den grossen Erkenntnissen, ist, dass es nicht so weit weg ist, dass es näher ist, als man denkt, und dass man das Alter nicht linear ist, sondern dass es auch rückgängig gemacht werden. Das ist so etwas bei mir. Was ist es bei euch? Ja, also sicher, dass es viel näher ist, und ich glaube auch, dass man sich von der Vorstellung muss lösen, dass es jetzt einfach darum geht, dass wir alle unsterblich werden. Es geht im ersten Schritt mal primär darum, die altersbedingten Leiden zu vermeiden oder nach innen zu verschieben. Man darf nicht vergessen, dass natürlich durch das, dass wir alle jetzt schon rund doppelt so alt werden wie vor 100 Jahren, sterben wir heute an ganz anderen Sachen, eben Alzheimer, Parkinson, altersbedingte Leiden, die komplett alterskorreliert sind, was früher gar nicht gegeben hat. Und dort setzen wir an, also wenn man das Thema Langlebigkeit hört, sollte man sich eben vor allem auf den Punkt fokussieren. Und ich glaube schon auch, dass man sich ein bisschen davon muss lösen, dass das etwas Unnatürliches ist, weil eben wir leben alle schon viel länger, wie Biologie das ursprünglich vorgesehen hat, und durch diverse medizinische und biologische Innovationen mit vielen positiven Effekten für Gesellschaft und Wirtschaft haben wir heute ein anderes Leben wie vor 100 Jahren. Und darum glaube ich, ist es eben eher natürlich, dass man auch auf dem Gebiet, wo wir jetzt unterwegs sind, den Anspruch hat, das zu optimieren. Also die Stimmen, die eben meinen, man bewegt sich in etwas Unnatürliches. Ich sehe das umgekehrt. Ich glaube, wir sind eben genau dran, weitere Themen anzuschliessen, die einfach im Interesse auch von den Menschen sind am Schluss, dass man länger gesund und glücklich kann leben. Was ist deine grosse Erkenntnis, Tobias, nach ein paar Monaten oder Jahren in dieser Szene? Ja, nach jetzt doch etwa eigentlich eineinhalb Jahre. Ja. Also ich glaube, die grösste Erkenntnis ist, es ist mega einfach, gewisse Interventionen zu machen. Du brauchst kein Geld und du brauchst nicht ein besonderes Vorwissen, sondern du musst dich de facto einfach mal zwei, drei Stunden mit dem Thema Longevity befassen, und danach wirst du feststellen, wow, also drei, vier Sachen, das kann ich ja gerade sofort ändern, und es wird relativ viel bewirken. Und also ein Beispiel, das ich gerne bringe, weil die Journalisten fragen ja immer so kritisch, Herr Reichmuth, jetzt sind Sie da wieder an einem neuen Thema, ist das wieder nur für die Superreichen? Nein, überhaupt nicht. Ja. Also die beste Intervention, die du für Longevity kannst machen, ist Intermittent Fasting und Fasting generell. Und ich meine, wenn man sich das überlegt, also du sparst jetzt Geld, du gibst gar kein Geld aus. Was ich jetzt mache, eigentlich so drei, vier Mal pro Woche, ich esse kein Frühstück, und das heisst auch, du nimmst keinen kein Zucker in die Tee, sondern einfach Zero Calories for 16 Hours. Ja. Also du gehst zu oben am 8. hast du das letzte gegessen, und bis am nächsten Tag am Mittag isst du einfach nichts. Ja. Und das funktioniert. Das ist also wirklich wissenschaftlich extrem gut bewiesen. Intermittent Fasting, grössten Effekt. Und dann kannst du andere Sachen machen, wie heiß und kalt duschen funktioniert gut. Ja. Logischerweise Sport, High-Intensity-Training. Also
man muss nicht gerade anfangen mit eben, oh, jetzt muss ich einen Monat lang in die Türklinik oder ich muss mich eben komplett auf den Kopf stellen. Du kannst relativ einfach viel erreichen. Und wenn das dann hast, dann kannst du dann eben sagen, oh, weißt du, also dann tue ich noch gewisse Supplements nehmen, mit dem gehe ich nachher nochmal den nächsten Schritt und so weiter, ja. Kannst die Ernährung umstellen, all das, aber it's not rocket science. Es ist Education und Information, wo der wichtigste Schritt ist, schon Longevity. Ist das einer von den Gründen, wieso Big Pharma auch nicht da reingegangen ist, weil man Fasten nicht so gut kann verkaufen? Ja, ist ein also guter Punkt. Also es ist kann man ja gut im verkaufen. Moment sehr lukrativ. Symptombekämpfung. Ja. Jetzt reden wir alle drei gleichzeitig. Nein, es ist natürlich ein interessantes Business, Symptombekämpfung. Das ist per se auch nicht schlecht. Also ich meine, wenn jemand mal Parkinson hat, ist es ja als Bedürfnis, medikamentös die Symptome zumindest defekt zu mindern. Aber ich glaube, wir versuchen eben von den Ursachen vom Alteren auszugehen. Und dort ist es je nachdem, ja, in gewissen Bereichen vielleicht nicht so ein interessanter Business Case. Auf die andere Seite hinten raus, eben, was ist ein gesünderes Lebensjahr eigentlich wert? Also, wenn man es von dieser Seite anschaut, sehr wahrscheinlich extrem viel. Und das ist ein bisschen die Rechnung, die wir machen. Du wirst es vorhin noch sagen, dass man Fasten doch verkaufen kann, wie die Buchinger Klinik oder wie sie heisst, wo sehr teuer ist. Eben, also du kannst natürlich auch Fasten wahnsinnig gut verkaufen. Das ist fast schon unrealistisch, was du da von Geld machen kannst. Aber ich glaube, ein anderer Grund ist natürlich schon der. Ich meine, momentan ist unser ganzer Gesundheitssektor auf Kranken ausgelegt. Ja? Ja. Also die Ärzte werden bezahlt, wenn du krank bist. Es wäre ja viel spannender zu sagen, Arzt, du wirst bezahlt, solange ich gesund bleibe. Ja? Wir haben ja auch eher Krankenkassen als Gesundheitskassen. Und wenn du schaust, Big Pharma ist heute eher daraus ausgerichtet, die Krankheiten, die sich im Alter entwickeln, eben kardiovaskulär, Parkinson, Alzheimer, dann zu heilen. Viel spannender ist meines Erachtens Prävention. Und das ist ein Sektor, der jetzt neu aufgebaut wird. Ja? Und Pharma interessiert sich schon, aber Pharma ist ja, also wie jedes grosse Unternehmen. Grosse Unternehmen sind meistens nicht wahnsinnig gut, Startups zu bauen. Ja, das. Also das siehst du von der Bank zum Pharmaunternehmen überall. Das heisst, die schauen sehr genau, was wir machen. Wir haben auch diverse Kontakte jetzt schon aus der Pharmaindustrie, die sagen, ah, das ist noch interessant, was für Startups der da bauen. Können wir da mal mitmachen? Und wir sagen dann ja vielleicht nicht gerade am Anfang, aber wenn wir dann eine Series A oder eine Series B machen, tun wir gerne mit euch reden, ob ihr Venture-Investor werden dann, ja. Also das heisst, das Interesse ist definitiv vorhanden, aber das ist jetzt mal wieder ein Spielfeld, wo ganz klar von Unternehmern und Startups da ist. Ja, da geht Big Corporate jetzt nicht rein. Sehr ähnlich wie bei Blockchain. Ja, also 2008 bis eigentlich heute hast du sehr wenig Big Banks gehabt, die gesagt haben, weißt du, also wir haben jetzt eine geniale Idee und bauen eine Blockchain-Firma, sondern es ist Grassroots. Es sind zuerst die kleinen Unternehmer, die etwas aufbauen und das ist auch cool. Das bietet jetzt wirklich wieder Chancen, ganz elementare neue Sachen herzustellen. Und ich meine, wenn du schaust, wo sind die heutigen Milliardäre her? Ich meine, die kommen selten aus den alten Vermögen von 1910 Eisenbahnbaronen. Ja? Sondern es sind die, die im Internet frühzeitig erkannt haben, dass es Lösungen braucht. Bei Blockchain wird es dasselbe sein und bei Longevity ist jetzt wieder das Gleiche. Es sind jetzt Chancen da für Unternehmer, in dem Thema Weichen zu stellen und etwas aufzubauen. Gehen wir ganz konkret auf euch. Was macht ihr genau für Longevity? Was ist so euer Ding und haltet ihr euch an all die Sachen immer? Oder beide fangen an schwitzen. Was macht ihr ganz konkret? Und damit auch die Zuhörer das könnt von dem abkommen. Wir haben zwei, drei Sachen schon gesagt, aber habt ihr euch das aufgeschrieben, was ihr macht, was ihr für Verbesserungen macht im Longevity, was macht ihr und eben, haltet ihr euch all die Sachen? Eben, der wichtigste Punkt ist sicher, dass man ja auch das Leben noch geniessen möchte. Das schließt nicht alles aus, aber gewisse Sachen fallen durch das weg. Also wenn ich euch zwei sehe, sind es häufig weniger Longevity-related Übungen, die man zusammen verbringt und trotzdem ist es lustig. Bei mir persönlich, klar, ich nehme Supplements, also die von AVEA, das ist auch aus einem eigenen Bedürfnis. Ich glaube, das ist auch schön als Unternehmer, oder, dass man neue Produkte auf den Weg bringt und auf den Markt, wo man auch selber Zielgruppen ist und selber konsumiert. Sonst wäre es vielleicht auch nicht so glaubwürdig. Also ich glaube, sehr stark an Supplements. Ich nehme auch noch Ihr nehmt die beide selber? Ihr nehmt beide selber, genau. AVEA, jeden Tag?
jeden Tag, jeden Morgen. Ja. In meinem Fall eben, brauche ich massiv weniger Schlaf, bin fitter, also ähnliche Side-Effects, wie wir schon gehört haben. Ich bin jemand, der wenig Sport gemacht hat, habe jetzt mit High-Intensity-Training angefangen, versuche den Schlaf ein bisschen anders zu zelebrieren, also nicht einfach möglichst effizient und kurz, sondern der auch bewusst möglichst, nicht möglichst lang, aber dass er in dem Sinn genug lang ist, um die Regenerierungsphase zu haben. Ernährung ist sicher etwas, gewisse Sachen weglassen, die per se ungesund sind, Zucker ganz konkret, weniger Genusszigaretten. Also da gibt es schon ein paar Sachen, die sich in dieser Zeit ganz konkret auch verändert hat, weil man sich vielleicht einfach bewusster wird, wie der Tobias schon gesagt hat, dass man eigentlich mit ein paar kleinen Sachen im Alltag schon massiven Effekt kann haben. Also du tust Avea Supplements, dann weniger, also wenig bis gar kein Zucker, dann High Intensity Training und bewusst, also oder der Schlaf in prioritär setzen. Also das Schlaf sind so vier Sachen, wo schon sehr wichtig sind. Tobias, was machst du konkret? Also eigentlich all das, was der Marc auch gesagt hat, vielleicht mit einem Unterschied, ich habe immer schon sehr viel Sport gemacht, habe jetzt aber eigentlich im letzten Jahr ein bisschen mehr geschaut, dass ich mehr High Intensity mache und weniger nur ausdauer. Also nicht einfach nur joggen, sondern halt wirklich den Puls an das Maximum bringen, schnelle Intervalle, das macht auch Spass, muss man sagen. Was bei mir dazu kommt, ist noch, was jetzt nicht erwähnt war, ist eben heiß-kalt. Also ich habe mal angefangen in die Sauna gehen im Winter und nachher kurz den Schnee rausgumpen. Oder am Morgen einfach zuerst warm duschen und dann noch kurz 40 Sekunden eiskalt. Das war am Anfang recht mühsam gewesen. Mit der Zeit gewöhnst du dich daran und vermisse ich fast, es gibt eine gewisse Energie, wo du da machst. Ja. Ich habe dann auch angefangen, andere Sachen auszuprobieren, Kältekammern und so weiter. Das ist also wirklich spannend, was da alles kannst du zusätzlich machen. Und noch das andere, ich meine, du hast gefragt, was machen da, wo nicht reinpasst. Ich meine, immer noch relativ viel. Also, es ist natürlich so, das Leben muss irgendwie genossen werden können. Und was ich zum Beispiel gemerkt habe, ich habe mich im 2020 komplett vegan ernährt. Das ist sehr gut gewesen und ich habe auch sehr schnell Effekte gehabt. Zum Beispiel mein Heuschnuppen ist einfach weg gewesen. Ja. Einfach und ich habe es aber dann im 21. und auch in diesem Jahr jetzt gemerkt, jetzt sind die Restaurants wieder offen, kannst wieder mehr machen. Und es ist schon nicht trivial, wenn du irgendwie eine Woche auf Mykonos bist oder auch mit Freunden gehst, gehst du Nachtessen, jedes Mal einfach sagen, ich nehme Avocado und nachher Spaghetti Napoli. You just miss out on something, ja. Und dort habe ich dann gesagt, ja, da gibt es jetzt einen Kompromiss, also einmal pro Woche esse ich gern gutes Fleisch oder guten Fisch, du weißt, woher er kommt, aber kein Fast Food, kein Junk Food mehr, ja, das ist mal ganz wichtig. Und das andere, ich meine, ich habe kürzlich gerade eine Wodka-Firma gegründet, im Kontext von der Ukraine-Krise. Ich habe zufälligerweise auch eine Flasche da. Das ist der Wodka Zelensky. Zweite Werbespot. Ja. Ja, das wäre die URL ist dort Zelensky.wodka. Ganz einfach. Ah, dort ist sie, ja. Dort ist Punkt, ja. Dort ist Punkt. Nein. Also ich glaube, verzichten auf jeglichen Genuss, das bringt es jetzt auch nicht, ja. Aber man muss es vielleicht ein bisschen regulieren und sagen, wo macht es wirklich Sinn? Ja, also, eben zu oben allein trinken, das macht wahrscheinlich wenig Sinn. Und wie der Marc vorher gesagt hat, Zigaretten rauchen um des Rauchens willen ist auch sinnlos. Wenn du mit Freunden mal eine Party machst, glaube ich, bringt dir das auf der Seite Lebensfreude wieder so viel positive Energie, dass es vielleicht der Alkohol, den du so vielleicht mal zu viel nimmst, wieder wegmachen kann. Ja. Also, ich sehe mich jetzt da nicht als gesund Lebenspapst, sondern ich probiere eigentlich mehr auf das zu fokussieren. Was kannst du mit relativ wenig Aufwand verbessern, mit einem möglichst grossen Effekt? Ja. Und wenn also man jetzt zulässt, ist das nicht irgendwie, wenn man euch jetzt zulässt, klingt das nicht unmöglich, oder? Also es ist sehr, sehr machbar. Gibt es ein, zwei Sachen, wo ihr noch würdet sagen, hey, das würde ich eigentlich schon noch gerne mehr machen, weil das wirklich wissenschaftlich erwiesen ist, dass das sehr viel positive Effekte hat? Also, was ich sicher noch mehr will machen in Zukunft, was ich sicherlich in Zukunft mehr will machen, ist DNA-basiert überlegen, welche Interventionen Sinn machen. Da gibt es einiges und dort habe ich noch viel Raum nach oben. Ja, ich würde das Duschen gerne machen, aber binnenwarm duschen, darum, das habe ich bisher noch nicht geschafft. Aber es scheint wirklich auch sehr viel zu nützen, darum, das ist etwas auf der To-Do-Liste. Alles klar. Wir kommen schon bald ans Ende von dem Podcast. Es war hochinteressant und versprochen, dass man den Podcast auch auf.
Ich habe ein paar kurze Fragen, wo ihr einfach jeden einzeln nacheinander mit einer kurzen Antwort, mit einem Wort könnt beantworten. Kurze Antwort oder ein Wort? Ein Wort. Machen wir ein Wort. Fangen wir an. Zürich oder Zug? Zürich. Zug. Ist jetzt Match oder nicht mega. Match? Oder ja, das müssen wir. Wenn ist ein wenn mega wir herausfinden, dass ihr. Podcast. Fisch oder vegan? Vegan. Fisch. Sie sind, also bis jetzt haben wir noch gar nicht. Wir müssen mal mega in Couples Therapy gehen. Das muss ja nicht matchen, oder? Nein, muss es nicht. Her. Metformin oder NAD Plus? NAD Plus. Plus. Ah, das erste Mal, wo er. Öffentlich Verkehrsmittel oder Auto? Auto. Ja gut, da sind wir auch völlig. Ich bin eher ÖV, der Tobias eher Auto. Elektrisch oder Benzin? Elektrisch. Noch Benzin, bald elektrisch. Ein Tag in der Vergangenheit nochmal erleben oder einen in der Zukunft? Zukunft. Ja, Zukunft. Gut, wunderbar. Dann können alle, die sich bewerben bei Maximon auf maximon.com gehen. NAD Plus Precursor kann man bei Avea kaufen. Und bei Biolytica kann man noch nichts machen, oder? Als, nein, das stimmt schon nicht ganz. B2C. Du kannst bei Biolytica dich jetzt einschreiben für unser erstes Concierge-Programm. Weil, wie gesagt, heute ist es so, du kannst noch nie mit Big Data ganz klar sagen, was du müsstest machen. Das heisst, wir begleiten jetzt eigentlich über die nächsten 2-3 Jahre Individuen auf ihrem Weg zur Longevity. Das ist dann ein jährliches Programm, es kostet auch relativ viel, weil es extrem zeitintensiv ist, also wirklich eine Einzelbetreuung. Ja. Aber das heisst, wenn jetzt jemand, sagen wir mal so, ich habe gesagt, nach 40 ist und sagt, das wäre es mir jetzt wert, schon heute genau zu wissen, was ich muss machen für Longevity, dann kann man bei Biolytica den Concierge-Service nutzen. Cool, das war ein Seitenhieb an mich, weil ich jetzt über 40 direkt bin. Ich sollte das machen. Wunderbar. Seit einer Woche, ja. Danke vielmals, habt ihr euch Zeit genommen und nutzt Gucci Allen bei Avea und danke vielmals, habt ihr euch Zeit genommen. Ja, merci dir. Danke dir. Schön gewesen. Tschüss zusammen.